Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Lost Vikings Together. Willkommen, Leute. Wow, erstaunlich, dass ich das beim ersten Mal hingekriegt habe. Ach, Ditte ist schon wieder hier, ey. Ditte? Wer ist Ditte, bitteschön? Ja, Ditte Level hier. Achso, ja. Wer hat Kamera? Du, glaube ich. Ich hab. Ja, ich hab sie dir gegeben. Ich muss mich entschuldigen. Oh. Natürlich wie immer für meine Kameraden, aber ist ja nichts Neues. Die letzte Aufnahme ist leider nichts geworden in dem Punkt hier, deswegen könnt ihr nicht sehen, wie wir in der zweiten Hälfte des Levels hier gestorben sind. Aber es macht nichts, wir haben sie nicht geschafft. Wie, die ist nix geworden? Sonst würde ich nicht neu aufnehmen mit euch, oder? Felu, wir haben das Level eh nicht gepackt, deswegen dachte ich, wir machen es halt nochmal. Ja, das auch, aber in der letzten Aufnahme kann ich nicht hochladen, weil da Fraps nicht richtig mitgespielt hat, warum auch immer. Approach, Kamerawechsel. I'm disappointed. Denk dran, du musst einfach... Anna hat das extra gemacht, damit du nochmal leidest und wir nochmal leiden. Ja, ja, ja. Ich meine ja nur. Ein alter Wikinger-SKD-Zug. Ne, das sieht man. Weißt du, und selbst nach der Zeit hat er es immer noch nicht gelernt, dass der Typ haut. Ich bin froh, dass ich die Taste für Schild wieder gefunden habe. Felu! Ja, ja, ja. Meine Güte. Ich glaube, wir müssen viel öfter aufnehmen. Bei Felu ist ein Zeitraum mit mehr als 2 Tagen Länge Ferien. Da resettet das Gehirn. Felu, warum gehst du da hoch? Keine Ahnung. Du musst eh den Schlüssel erst. Hol den Schlüssel. Sobald ich 50 bin, habe ich wieder jede Menge Zeit für euch. Ich hoffe es. Nee, hast du nicht, weil du dann noch 5 Jahre arbeiten musst. Hä? Haha, war der billig. Er meint Level Approach. Ach so, das meint er. Ich dachte, er redet jetzt schon vom Rentenalter. Als ob ich weiß, was Free Life ist. Gib mir die Kamera. Du musst da nicht hoch, gib sie ihm doch einfach. Aber jetzt Kamera wechseln. Ah! Das war knapp. Das war getimed, würde ich mal sagen. Ja, ja, alles Absicht. Ja, kennst mich doch. Werden doch keine halben Sachen gemacht bei mir. Also Plot, ich glaub. Lass raus. Klopp! Ja. Oh, ich hab gelacht. Schlüssel rein. Ich wusste die Taste noch. So, jetzt muss ich überlegen. Da hoch muss ich nicht, ne? Das machst du, Anna. Nein, da muss ich. Aber ich bräuchte Kamera dazu. Felu, geh da weg. Und gib mir Kamera. Yay. Ich könnte jetzt ja mal direkt, wenn du da gerade so am Fliegen bist, ausprobieren, ob es leckt oder nicht. Wenn du das Risiko eingehen willst, ich dich danach flame im Video, offiziell wieder mal. Damit habe ich kein Problem. Gut. Und leckt. Das bist du gewohnt, Anna. Anna hat's geleckt. Ja. Minimal. Ja, so gut, minimal ist. Wie minimal? Ich habe doch gesehen, dass es übelst geleckt hat. Es hat gar nicht geleckt, ist so auf. Also hat Anna mich schon längst angeflamed. Aber übelst. So, diesmal bringe ich euch die Bombe wieder vorbei, bevor ich sie lege, die will ich behalten. Ja, stimmt. Es war so bestimmt so ein halber Wimpernschlag, den es geleckt hat. Es waren 3 Lags, kurze. Gut, damit kann man leben. Nein, kann man nicht. Dieses Ding da erinnert mich jedes Mal an Super Mario. Der Wasserfall oder was? Nein, das Ding da rechts. Druckschalter, ah. Der Schalter. Ja, sieht aus wie so ein Kanal. Was habt ihr eigentlich an Weihnachten so gegessen, um euren Kalorienstand in das... Boah, hör mir auf. In unerreichbare Höhe zu treiben. Hör mir auf, ich hab so viel gegessen Weihnachten. Oh ja. Das war ja die ganze Familie da und ey, so ein Bankett, wie wir dieses Mal hatten, das hat Jack noch nie, ne? Ja, hau raus. Ist ja eh noch Weihnachtsfolge nachträglich. Frohe Weihnachten nachträglich und frohes neues Jahr vorträglich. Anna. Das haben wir doch schon gewünscht im Shadowgate-LP. Ja, aber nicht alle meine Zuschauer gucken sicherlich auch Shadowgate. Ich hoffe es zwar, aber ich kann es ihnen leider nicht befehlen. Hallo, alle, die hier Lost Vikings gucken und Anna und mich hart abfeiern, ja, die müssen auch Shadowgate gucken. Was zur Hölle ist Shadowgate? Neues LP mit Proge. Ja, wegen dem neuen YouTube-Scheiß kriege ich halt nicht mal alles mit. Das ist bekloppt. Felu, du kriegst eh nichts mehr mit, einfach schon aus diesem verfickten Grund, weil du jeden Tag nur noch in Star Wars rumhängst. Stimmt. Amen. Da ist was Wahres dran. Zurück zum Thema Weihnachtsfutter. Musst du dich noch irgendwie einen Schlüssel holen, Anne? Ja, unten. Den muss ich noch holen, habe ich ganz vergessen. Mache ich sofort. Geh das mal hoch. Wo muss ich hin? Komm zu mir hoch, Felu. Einfach dich zu mir stellen. So, genau, also ich wollte ja noch erzählen. Also, es fing an mit übelst vor. Felu. Was? Drück die Taste zum Entluften. Lass Luft raus. Also, es fing an mit übelst viel Vorspeise. Da war einfach alles dabei: Schinken, Salami, Melone und Mozzarella und
Fischsalat und solche Fischbällchen und was weiß ich alles, ne? Das war schon total pervers. Ich habe da so viel von gegessen. Habe aber mich diesmal zurückgehalten, weil ich habe Weihnachten den Fehler schon gemacht, dass ich, Ja, Weihnachten. Oder hatten. Dass ich halt, ja, nee, am 24. hatten wir auch übelst viel Vorspeise und ich habe so viel Vorspeise gegessen, dass ich halt den Hauptgang gar nicht mehr essen konnte. Den Fehler habe ich am 25. nicht nochmal gemacht. So, und dann ging es weiter mit, genau, Lasagne. Nach der Lasagne gab es dann... Nach euch. Gänsekeule mit Knödel und, Gänsekeule mit Knödel und Rotkohl. Soße? Da kommst du nicht, das wird knapp, das wird sehr knapp. Oh. Idiot. Oh. Ja. Mit Rotkohl und dann gab's noch mal eine Nachspeise. Dann gab's Scampis noch und ja, dann gab's Obst und so ein Scheiß und noch Dessert am Ende. Boah, ich hab so viel gegessen, das war echt schon pervers. Das ist der einzige Sache, worum ich Großfamilien beneide, aber dafür hatten wir nur eine Sache. Na, Proach, warte. Wir können den Trick jetzt ausprobieren. Achso. Wir hatten, ich glaube, 3 Anläufe oder 4 vielleicht. Ja, warte, ich will den probieren. Ja, lass mich doch zeigen am besten. Ja. Durchdrücken. Ah, nein! Ah, na, warum blocken? Warum drückst du nochmal nach rechts? Ach so, geht das auch schon nach links auf die Plattform? Ja, natürlich! Ach so. Oh, nein, ich will auch noch üben. Nein! Ja, da. An Harry. Proach, du Dämmel. Ey, als du das letzte Mal gemacht hast, bist du auf der Plattform gelandet. Hättest du es Anna zeigen lassen? Ich hab dir auch gesagt, dass es geht, dass man durchfliegen lassen kann. Ja, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, du bist auch ein Napp. Sogar Philo wird es jetzt besser hinkriegen als du. Ja, Philo hat ein Schild. Das wurde deine Ausrede für alles. Philo. Nee, das ist die Bananenschale. Ja, ich wollte es gerade sagen, Bananenschale. Links. Drück einfach durch. Ja. Super getestet, Felo. Super getestet. War relativ einfach, muss ich sagen. Ja, wir hatten bei der Stelle schon circa 4 Anläufe bei der letzten Aufnahme. Und danach, als uns diese Stelle so tierisch abgefuckt hat, habe ich einfach mal beschlossen, hey, vielleicht kann man da ja drüber fliegen. Ich will dazu aber noch bemerken, dass ich diese Stelle immer gemeistert habe, bis auf einmal. Und ihr mal gefailt habt. Vor allen Dingen Felo mit dem Schild gefailt hat. Hast du Beweise, Harry? Also ich denke nicht, dass wir da irgendeinen Beweis auf Video haben. Anna hat bestimmt Beweise. Anna, was ist denn überhaupt mit den Videos passiert, die du da hattest? Erstmal gehst du jetzt bitte und machst den Laser da vorne aus, dann kann ich den Schlüssel wieder im Sprung holen für uns. Dann musst du nicht fliegen, sparen wir Zeit. Ja. Ne, keine Ahnung. Aufgenommen, nach erstens ist er abgebrochen frühzeitig und zweitens sind da teilweise schwarze Stellen dran. Ja, aber... Ich habe nochmal die Einstellung überprüft jetzt vom letzten Mal, jetzt sollte es funktionieren. Wow! Komisch, dass das einfach so passiert. Ich kann es nicht erklären. Ich meine, es ist bis jetzt immer gut gegangen. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht ist es, weil ich die Einstellung für, wie heißt es hier, für meine anderen LPs geändert habe. No, ich habe gedrückt, es hat nichts gebracht, Anna. Da muss Felo halt drücken. Ja, Felo schafft das. Du hast eigentlich falsche Taste gedrückt. Nein, habe ich nicht. Was, verkackt? Ja, Felo, mach's besser. Mach ich auch. Ja, mach. Hat er. Ja, ist doch schön. Da hat Felo auch mal was zur Gesellschaft beigetragen. Ejo. Yay! Candy Mountain! Nein! Warte. Oh. Guck mal, im Hintergrund ist der Candy Mountain, Anna. Oh, geschafft. Rups. Ja, schon die ganze Zeit. Das ist Ice Cream Mountain. Das ist Candy Mountain. Warum nicht Ice Cream Mountain? Au! Das war unfair. Unfair! Anna, ich würde mal sagen, der hat dich gerade hart gedisst. So kann man auch mit Absicht Lebenspunkte verschwenden. Der Anna kriegt ja gleich eh eine Tomate. Ihr seid hier die Kämpfer, ihr müsst das schaffen. Felo, du musst da nicht. Aber ich muss da rüber. Doch, er kann ja rüber. So, aber jetzt muss er erst mal Proach seinen Job machen. Ich weiß schon, was ich mache. Das muss erst noch wissenschaftlich bewiesen werden. Ach, Felo, wie soll dir das denn glauben? Also, ich gehe ja fest davon aus, dass deine Mutter dich liebt, ja, aber ich glaube, selbst sie würde dir das nicht glauben, Felo. Okay, na, es ist Weihnachten, Proach, wir können es ihm ausnahmsweise mal glauben. Er aktiviert's, nein, er aktiviert's nicht, er gibt mir Kamera. Wieso hast du denn nur noch einen Lebenspunkt? Achso, du wurdest einmal angeschossen und einmal Fallschaden, stimmt. Ja, aber hier ist auch irgendwo was zu fressen, habe ich ja noch im eingesammelt. Achso, hier geht mein Real Life. Ich hab grad Schokoröllchen, was habt ihr?
Pepsi und eine Schoki aus dem Kühlschrank mit hier so, Haselnüsse über mit Schokoüberzug einfach nur. Ah, ich habe auch noch eine 300 Gramm Tafel Schokolade. Nein! Haselnuss mit Schokoüberzug. Nennt sich das nicht M&M's? Nee, das ist eine flache Scheibe, die haben da einfach in Form hingelegt und die Haselnüsse aneinander gereiht und dann Schokolade drüber gegossen, Milchschokolade. Da hast du viel mehr Nussgeschmack. Lass mich mal hier, ne? Ja, lass halt ihn zuerst. Ach genau. Da hast du viel mehr Nussgeschmack als Schoki. Wegen Weihnachten. Also bei uns gab es am 24. Raclette. Das war schon mal extrem geil. Dann haben wir noch so... Raclette? Bei uns gab es Fondue. Bei uns gab es Raclette. Dann hat man halt noch so schön so Rindfleisch und Schweinefleisch so ganz dünn geschnitten. Zum oben drauf. Lass zum oben drauflegen, dass er dann in Sekunden ist das dann durch. Das ist wirklich so, den ganzen Fleisch legst du einfach oben drauf, dass er sofort durch. Und dann, oh, das ist sau lecker. Oh, am 25. war ich dann beim... Nach dir. Am 25. war ich dann beim Vater, da gab's dann Schweine- und Rinderbraten mit Klößen und Jägerwürste, was auch extrem geil war. Denk dran, du musst die Taste drücken. Ah, danke für die Erinnerung. Du drückst, glaube ich, immer Item benutzen, Proach. Ja, mach ich auch. Du musst, du musst die für Pumpe benutzen drücken, bei dem Ach so. Knopf. Ja gut, deswegen klappt's nicht. Also, es war beides extrem geil, also. Yummy, yummy. Das ist das Einzige, worum ich größere Familien beneide und dass wir nicht so viel Weihnachten feiern. Da haben wir... Eine Sache gegessen, aber die liebe ich auf den Tod hinaus, das ist unser Nudelsalat, den meine Mutter macht. Der ist göttlich. Aber Anna, groß haben wir auch nicht gemacht. Ich war, denkst du, Weihnachten waren wir zu dritt und am 25. waren wir zu viert, also Großfamilie sind wir auch nicht. Ja, ich habe hier nur Oma und Familie, Oma und Eltern im Haus leben bei mir. Oh, ey. Weißt du, was bei mir abging, ey? Ich kann es mir vorstellen. Also ich habe... Die ganze Mafia-Familie ist... Fünf Cousinen. Fünf Cousinen, drei Cousins, mein Vater hat vier Geschwister, ich habe noch zwei Brüder, also ja. War, darf ich auch noch mitkommen? Es ist immer, lustig. Es ist voll und lustig, ey, also. Die ganze Mafia-Familie ist eingeladen. In Star Wars-Jargon für Felo, der ganze Schmugglerplanet ist bei ihm zu Hause. Ah, ja. Boah, wie ging nochmal diese Melodie von diesem Lied? Was immer in den Star Wars Dingen läuft, in diesem. Genau. Ja, das läuft bei Felo in der Weihnachtsfeier. Ja. Scheiße, wenn man die Melodie nicht richtig kann. Anna, was ist denn los bei dir? Ich drück grad zu spät. Du musst auch schon springen drücken. Ja, ich drück zu spät. Ey, du musst aber nochmal hoch. Na, hier ist erstmal Futter für mich, was ich haben will. Hast du nicht Weihnachten, Rainer? Jetzt spielt Anna schon auf die Safe-Methode, was ist denn los? Bei mir kommt halt mal Schweren hinzu, dass ich meine Verwandtschaft nicht leiden kann, das ist halt so das Problem mal zu sagen. Ja, das stimmt. Ja, Felu, ne? Ich meine, du kannst ja auch dein eigenes Spiegelbild nicht leiden, wie solltest du dann deine Verwandtschaft leiden können? Oh, buh. Hallo, jetzt hast du mich aber hart gedisst hier. Ich bin ja so traurig, dass ich direkt nochmal Anna Next verursachen muss, damit er stirbt. Pass auf, da musst du aufpassen, nachher geht Felu zu Jabba und Pets bei ihm. Anna, was machst du eigentlich? Du musst doch diese Kiste da runterdrücken. Ja, das kann ich doch von hier machen. Beziehungsweise, nee, ich hab den Schlüssel vergessen. Ah, ihr bringt mich so durcheinander. Ich sag's doch, was ist denn los? Ari hat extra noch gesagt, du musst da noch rüber. Harte Gusch, ich hab Essen geholt, so.